die Beerdigung der Queen, der 80. Geburtstag von Wolfgang Schäuble. Und was das mit dem Sonntagsevangelium zu tun hat, darüber wollen wir heute nachdenken. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu unserem Sonntagswort. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leid kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib war voller Geschwüre, und er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium geht natürlich noch weiter. Beide sterben, Lazarus und der Reiche, und kommen vor Abraham. Und dann gibt es ein Gespräch, das sehr spannend sich entwickelt. Ich möchte heute bei dem bleiben, zuerst einmal, was sehr, sehr deutlich in diesem Gleichnis drinsteckt, nämlich die Sozialkritik. Da wird deutlich der Reiche gegen den Armen gestellt. Der Reiche, der keinen Namen hat, aber sich allen Prunk leisten kann, und der Arme, der einen Namen hat, aber nichts hat, gar nichts. Die Queen ist mit viel Pomp in dieser Woche beerdigt worden. So viel Pomp werden wir wahrscheinlich, so haben es ja manche Kommentatoren gesagt, nicht mehr erleben in dieser Welt. Wahrscheinlich nicht. Unglaublich viel aufgewendet für eine Person. Ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, schon gar nicht auf Tote. Wir sind auch bei den Reichen dieser Welt. Vor unserer Tür liegen die Lazarusse. In Afrika, in Syrien, in Afghanistan, in Lateinamerika und an so vielen anderen Stellen dieser Welt. Und manchmal ja durchaus auch konkret vor unserer Tür. Sozialkritik. Dann fällt mir Wolfgang Schäuble ein. Er hatte seinen 80. Geburtstag am Sonntag und ich habe zwei seiner Interviews gelesen. Sein Lebensmotto war neu, respice finem, ein lateinischer Spruch: Bedenke das Ende, schau auf das, was am Ende dabei rauskommt, wenn du was tust. Ein spannender Spruch. Ein Mann, der ja 50 Jahre im Parlament von der Bundesrepublik Deutschland sitzt und diese Gesellschaft, unser Land, mitgeprägt hat. Respice finem, bedenke das Ende. Respice finem, Zielorientierung. Wo will ich mit meinem Handeln und mit meinem Leben hin? Und das Zweite, Folgenabschätzung. Welche Folgen hat denn mein Handeln für mich und für andere? Was bewirkt es denn, was ich tue, was ich lasse, wie ich lebe? Und das immer wieder bedenken. Vor Gott stehen heißt, dass wir Verantwortung haben. Das hat die Queen gewusst. Als reiche Frau wusste sie sehr wohl, dass sie ihren Auftrag von Gott hat. Ihre Insignien sind vom Sarg nicht in die Hände ihres Sohnes gegangen, den neuen König, sondern sind auf den Altar gegangen, wo sie eigentlich herkommen. Ihr Auftrag, das wusste sie, den von Gott. Wir haben unseren Auftrag von Gott, egal ob wir zu den Armen oder zu den Reichen gehören. So handeln, dass diese Welt besser wird. Respice finem, bedenke das Ende. Was ist das Ziel deines Handelns? Was sind die Folgen deines Handelns? Wie geht es mit deinem Handeln, dir und den anderen und dieser Welt? Und ich will gar nicht die Kritik aufmachen zwischen den Armen und den Reichen, sondern die Frage stellen, was kann ich an meinem Platz tun, dass diese Welt besser wird? Was kann ich dafür tun, dass die Schere in dieser Welt zwischen Arm und Reich nicht noch größer wird? Was kann ich dafür tun, dass die Klimakatastrophe, die Schwierigkeiten der Sicherheit, der Probleme, die wir mit der Umwelt haben, dass die nicht noch schlimmer werden? Was kann ich dafür tun? Ganz konkret. Bedenke das Ende. Überlege die Folgen.
Respizophine. Das hat mir von Wolfgang Schäuble sehr, sehr tief beeindruckt, auch in Kombination mit dem, was wir davon gehört haben und überlegt haben, wie die Queen ihr Leben gelebt hat, 70 Jahre im Dienst an ihrem Volk und an dieser Welt. Das Ende bedenken und so leben, dass diese Welt besser wird. Ich glaube, dass wir da als Christen einen ganz, ganz guten Platz haben und dass wir das versuchen, wenn wir das versuchen, in die Welt hineinzutragen, dann wird die Welt besser. Gott wird uns dabei helfen, da bin ich ziemlich sicher. Probiert es doch einfach mal diese Woche aus. Bleibt behütet.